Herzlich willkommen zurück hier zu Opa zockt Factorio Offline. Wir bauen immer noch unsere Megafabrik und sind hier im Let's Show Projekt von Opa zockt. Ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, ich wollte hier die Lasertürme automatisieren, habe ich gemacht. Kommen auch ein paar bei rum, die habe ich schon rausgeholt. Nebenbei baue ich noch einen Bauroboter. Und hier vorne haben wir eine Masse an Reparaturkits, unbegrenzt die Kiste. Wir haben mittlerweile 75 Konstruktionsroboter und ich denke mal, damit können wir jetzt arbeiten. Und ich habe da nämlich jetzt gedacht, wir bauen jetzt in dieser Folge unseren ersten Teil des Hauptbahnhofs. Dazu machen wir uns hier nochmal ein kleines bisschen auf und schützen das hier noch ein bisschen. Ich habe hier noch ein paar Türme. Dann gibt es noch ein paar mehr, dass hier unsere Viecher nicht reinkommen. So, ups, der kann weg. Dann gehen wir mal ins Auto. Ach so, das Auto ist voll beladen mit Mauern und den Zügen und Trainstops und eine Masse an Signalen. Und ja, ich würde sagen, wir hatten ja gesagt, wir wollten hier oben den Hauptbahnhof bauen. Und ups. Ja, ich habe hier auch schon, na, so ein bisschen hier die Abdeckung hier hochgebracht. Bis hierhin. Und hier steigen wir jetzt aus. Ich glaube, ich hatte noch irgendwo im Kofferraum. Genau, da hatte ich den letzten Hangar, den setzen wir da hin. So, weil Bullet Damage ist auch durch. Das machen wir jetzt mal runter. Wir wollen jetzt hier einen Hauptbahnhof bauen. Ich habe dazu ein paar Blueprints vorbereitet. Ein Blueprint, der ist ganz normal Doppelmauer. Ein Blueprint mit ein paar Gleisen. Ein Blueprint mit einer X-Kurve. Mein Hauptgleis, also das Doppelgleis. Und eine Kurve. Jetzt werden wir hier wieder angegriffen. Sollten wir was schaffen. Und ja. Jetzt muss ich mal gucken hier. So ungefähr die Mitte. Na, würde wahrscheinlich sogar noch ein Roboterhangar fehlen. So, wir setzen erstmal hier irgendwo. Na, hier runter möchte ich. Oder wir gehen hier ein bisschen weiter hoch. Aber wir gehen hier hin. Und zwar soll das Hauptgleis hier, also das Hauptgleis hin. So, das ist ein Durchfahrgleis. Und hier mal ein bisschen auf. Liebe Roboter noch. So, upsala. So, das Hauptgleis. Ich hoffe, ich habe auch genug Schienen vorbereitet. Ah, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Bauroboter. Das hier muss noch weg. Zack. Und so, wir gehen. Hier ist der. Wir gehen etwa hier nach unten. Nach unten, nach oben und nach oben.
Dazu brauchen wir nochmal den Blueprint hier. Eins, zwei. Das gleiche nach hier. So, in der Zeit, wo unsere lieben Bauroboter das schon mal bauen, gucke ich mal schnell zurück, ob wir hier noch eventuell einen Roboterhangar fertig haben. Wenn ich nicht. Oh, diese ganzen scheiß Steine hier, ne? Oh, meine Fahrskills sind. Ja, man merkt schon. Nein. So, jetzt hängen wir natürlich hier schon mal schön fest. Natürlich eine super Folge, top vorbereitet, wie immer. Ach Gott, das Auto wird das verstehen. Wir laufen jetzt mal bis zu Fuß hier runter. So, Roboports. Zwei Stück fertig. Wunderbar. Das Auto wieder finden, haben wir gefunden. Oh. Man sollte nicht in seiner Hauptbasis mit dem Auto fahren. So, da sind wir wieder. Wir setzen den Roboport hier oben. Nein, wir haben noch die großen, glaube ich, ne? Jawohl. Sowas. Und eine kleine Lampe. Den wollten wir nicht. Wir suchen diesen Blueprint hier. So, und den setzen wir mit einem Luft daran. Genau wie hier. Irgendwo wird gerade wieder massiv geballert. Deswegen flackert das Licht hier auch so schön. So. Achso, schießen kann ich nur, wenn ich keinen Blueprint in der Hand habe. Da. Das war falsch. Der muss noch ein. Müsste noch ein weiter hoch. So. Wir bauen erstmal hier unten ein Vierergleis hin und oben ein Vierer. Ich ahne was. Ich glaube, ihr ahnt es auch, ne? Keine Munition mehr. Hey Mann, wo ist mein Auto? Alter. Da. Als nächstes.
parken wir es mit dem Roboport um. So, der kommt weg. Mit dem Abrissplaner geht das. Wenn man einen Abrissplaner in der Hand hat, dann kann man auch weiterhin abreißen, beziehungsweise weiterhin schießen. Nur bei einem Blueprint geht das nicht. So. Wir verbinden das hier. Weg damit. Da ist der Stein wahrscheinlich auch im Wege hier. Der muss weg. Nein, die Kurve wollen wir nicht. Wir wollen diese hier. Zap, balopp und zap, balopp und zap, balopp. Wir setzen hier mal ein paar Roboter frei, weil man sieht ja schon, wir haben einiges dabei. Pflanzen da schon mal unsere Doppelkreuzung. Ja, man merkt schon, ja, die ersten Blueprints sind gleich weg. So. Kann man die abschalten? Nein, die kann man nicht abschalten. Okay. Eigentlich hatte ich hier auch nochmal... Nee, hatte ich nicht. Die wollte ich so bauen. Zwar einer nach dort. Einer nach dort. So, ein rein. Deswegen auch das einzelne Gleis und so ein rein. Nein, das ist das Doppelte. So und so. Und so und so. So, mal gucken, dass wir hier unsere Abdeckung noch mal ein bisschen erweitern. Etwa so. Mal gucken, Ups, warum ist der wird gerade wieder geballert? Ich glaube, da unten habe ich keine Abdeckung. Da kommen die nächsten gerade wieder. Es wird weiterhin geballert. Haben wir aber im Griff. Oh, hier, jetzt kriegen wir hier oben Besuch. Drei, ja, aber klar, drei Stück haben wir erwischt. Ich glaube, wir bauen hier den schon mal nochmal drüber. Aktualisieren nochmal die Baupläne, dass das hier noch nicht verschwindet. So, und dann können wir schon mal schauen. Ich hatte ja gesagt, wir werden unseren Bahnhof, beziehungsweise ich werde meinen Bahnhof hier auf einer 5er Länge planen. Das heißt, ich brauche zwei Züge. Ah, wisst ihr, hier ist jetzt schon die ersten verschwunden. Wie weit können wir denn hier schon bauen?
So, ein Zug mit 5 Waggons und ein bisschen Kohle hier und ein bisschen Kohle da. So, jetzt hat man schon mal so einen kleinen Überblick. Hier 5 Roboter. Wie groß das Ganze werden soll. Dazu verlängern wir hier gleich nochmal um ein paar Gleise nur. Da sind wir schon wieder aus der Abdeckung raus und wir haben keine Robopods mehr, ne? Ne, keine mehr dabei, okay. Verlängern wir das hier gleich auch. So, zur Erklärung. Diese beiden hier unten sind das Hauptgleis. Da werden dann die Züge durchschießen, die nicht hier halten, zum Beispiel. Wir wollen auch nicht, dass unsere Züge, also ich fahre ja mit einem auch durch die Gegend, weil ich möchte auch nicht laufen. Dafür sind dann die beiden Gleise hier. Das ist dann, das sind dann die Passagierhaltestellen. Und ich denke mal, dass wir dann hier raus und hier raus noch ein paar Abstellgleise bauen werden. Da muss ich mal gucken, ob ich die direkt von der Hauptstrecke abzweige oder ob ich die direkt auch von hier abzweige. Unsere Konstruktionsroboter sind völlig überfordert. Aber ich denke mal, man kann schon erkennen, worauf es hinausläuft. Ich werde dann jetzt hier gleich einen kleinen Cut machen. Lass die hier oben mal ein bisschen bauen. Und es geht dann gleich, sobald alles hier oben fertig ist, ich werde wahrscheinlich mal runter noch mal ein paar Roboterhanger holen, wenn schon welche fertig sind. Sobald das hier oben alles fertig gebaut ist, soweit wie es jetzt ist, werde ich euch wieder zuholen und ich denke mal, wir sehen uns dann gleich. So, da sind wir wieder zurück. Für euch nur ein kleiner Cut. Für mich waren es jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten. So, wir fahren jetzt mal unseren Zug auf, ich sag mal Gleis 1. So, das ist erledigt. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss noch ein Stückchen mal davor. Ups, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Gleich jetzt hier auch. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der muss jetzt hier noch leicht verlängert werden. So, haben wir. Und jetzt schließen wir das Ganze wieder ans Hauptgleis an.
wenn wir hier ein bisschen Steine entfernt haben. Wer es noch nicht weiß, mit der Maschinenpistole oder mit der normalen Pistole C gedrückt halten, den Stein anvisieren und los geht es. So, das wäre Nummer 1. Hier sind nur so ein, zwei draußen. Das fixen wir mal schnell. So. Kurve. Die Kurve, die Kurve. Und in die Kurve. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Habe ich mich hier etwa vertan? Oder ist der hier auch ein zu weit draußen? So sieht das vielleicht besser aus. Ne, irgendwas passt hier nicht. So, hier kommt nochmal weg. Hier auch nochmal weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, so, so. Und weg mit euch. So, dann ziehen wir hier erstmal gerade durch, dass wir uns da nicht nochmal vertun. Ist doch auch noch ein zu lang hier, oder nicht? So, jetzt scheint es richtig zu sein. Zack, zack. Der Stein muss aber weg. So. Darunter. Jetzt muss das Hauptgleis hier noch ein wenig erweitert werden. Wir wollen da hoch, da runter, da hoch, da runter, da hoch, da runter, da hoch und dort runter. Und wir müssen jetzt muss ich mal ganz kurz schauen hier drüben. Nee, der war falsch. Der muss einmal da raus. So ist er richtig. So und so. Nein, das ist das Doppelgleis. Wir wollen das Einzelne. So und so. Damit ist der erste Teil vom Hauptbahnhof erledigt.
So, und wenn ich jetzt nicht mein Auto zerschrottet hätte, wo mir die ganzen Trainstops drin gewesen wären, also die Bahnhöfe, diese hier, könnten wir auch schon weitermachen. Aber ich habe das Auto zerlegt. Also können wir nicht weitermachen. Dann gibt es hier nochmal einen kurzen Cut. Und wie ihr seht, das soll unser Hauptbahnhof werden. Und zwar läuft das dann folgendermaßen ab. Eine Seite, wie gesagt, Hauptgleis, Passagierbahnhöfe, diese vier hier erstmal Anlieferung, Abholung. Hier in der Mitte kommen Lagerkisten rein. Hier bei der Abholung kommen dann aktive Anbieterkisten hin, die das ausladen. Die Roboter bringen das gleich hier in die Lagerkisten rein und verteilen das dann wieder auf die Abholung. Oh, da kriegen wir gerade Besuch. Plopp, erledigt. Und das Ganze wollen wir natürlich dann auch noch schützen. Aber das kommt dann gleich daran, nachdem ich irgendwas holen wollte. Die Trainstops. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hat nur 2 Minuten gedauert, bin ich schon wieder da. Ich baue hier gerade die ganzen Signale. Und die Trainstops, da habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wir fahren Rechtsverkehr. So, was heißt, wir haben hier den. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dort hält er an. Gabe Connor. Gabe Connor, zack. Fahr dort mal hin. Danke. 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt hier noch. Und hier haben wir, glaube ich, 6 jetzt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, das heißt, nicht gegen den Busch laufen, hätte ich es fast gesagt. Wir müssen hier noch einen zurück. So, dann fahren wir mal zu Tom. Tom, wir fahren zu dir. Drehe mal eine Runde hier. Und kommen wieder zurück zu Tom. Nicht auf den Eisen stehen. Das ist schmerzhaft. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und das sollte jetzt hier hinten auch so sein. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. So, der Passagierbahnhof. Einmal so einreihen. Wir fahren auf das Gleis hier. Na, jetzt hau ich schon fast mein Headset hier vom Kopf. Und mal kurz überlegen. Die müssen auf die Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, du bist
Jake Lock 1. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und auch hier wieder der Passagierbahnhof. So. Oh, da kriegen wir gerade wieder dicke eingeschenkt hier. Wir laufen wahrscheinlich nach hier. Da kommen sie an. Alles rot und erledigt. So, jetzt kommen die Signale. Du kommst ja von dort. Das heißt, dein Signal kommt. Wir fangen erstmal hier an. Ausfahr, Einfahr. Ihr fahrt ja hier rein, das heißt, der muss. Das wird jetzt ein bisschen. So, wichtig ist, dass die Kurve grün markiert ist, wie ihr es jetzt hier seht. Nicht, dass jetzt, wie hier jetzt die eine kleine Gerade dazwischen. Es muss die Kurve markiert sein. Das ist hier immer ein bisschen friemelig. So, stimmt, habe ich das jetzt richtig rumgebaut? Ja, so rum rein. Und dementsprechend das gleiche hier wieder raus. Hier beim Rausfahren kann es ruhig die Gerade sein. Das ist nur wichtig beim Reinfahren. Jetzt zum Beispiel wieder hier. Dort. Dort. Das gleiche beim Rausfahren wieder. Da kann es wieder auf die eine Gerade. Hier fehlt noch eine Gerade drin. So, damit sollte es alles abgesichert sein. So, theoretisch sollte es alles grün sein. Außer der hier sollte rot sein. Kann man das erkennen? Ja, der ist rot. So, dementsprechend nimmt man dann das hier sich so, wie man es braucht. Bei mir ist das jetzt hier Passagierhauptbahnhof. Das werden wir nachher auch noch bei den Dings sehen. Bei den Abstellgleisen. Und zwar, wenn ich mich jetzt hier in Zug setze, Pax Hauptbahnhof. Wir haben zwar zwei benannt, aber es steht nur einmal drin. Schreibt ihr das genau gleich? Fährt er zu dem Achso, wir haben die Signale noch nicht gesetzt für die Passagierlinie. Fährt er zu dem hin, welches am nächsten ist.
So, dadurch, dass der hier so rum reinfährt, und dadurch, dass ich ja nur allein hier bin, so rum rein und so rum rein, ist das im Endeffekt vollkommen egal, dass die nicht an den Kurven stehen. So, und jetzt müsst ihr auch ein Ziel finden. Und zwar wollen wir zum Hauptbahnhof. Kein Ziel. Marv. Du bist hier grün. Ach so, ja klar, die kommen von hier aus gefahren. Das heißt, die können von dort aus gar nicht direkt hier rauf fahren. Das heißt, ich müsste theoretisch hier noch einen hinbauen, aber das machen wir nicht, weil wir fahren ja nie von hier auf die Gleise. Wenn wir jetzt hier hinten eine Wendeschleife gemacht hätten, ich kann das ja mal andersrum zeigen. So, zum Beispiel, wir kommen von der linken Seite. Hauptgleis. Das heißt, das ist die Fahrtrichtung nach rechts. Das heißt, er fährt jetzt auch auf die rechte Spur an dem Hauptbahnhof. Zack, Passagierbahnhof. Und bleibt hier schön stehen. Wenn wir von der anderen Seite gekommen, würde er auf das Gleis hier fahren. Sehr schön. Ja, damit haben wir unseren Hauptbahnhof erstmal eingerichtet. Ich muss jetzt halt den hier noch im Endeffekt schützen. Das seht ihr auch gleich, wie ich das mache. Dafür baue ich mir mal ganz gern hier 10 Geräte, also 10 Fließbänder. Sowas geht natürlich nicht, weil, ja, ne, wie man weiß. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist der 10. Und dann geht das hier. Nach oben, wenn dort kein Baum im Weg wäre. So und so. Da geht es ja nicht, weil dort ist noch keine Abdeckung. Und so wird er dann schön eingemauert. Immer 10 Luft, dass man hier auch außenrum vernünftig laufen kann. Das gleiche dann natürlich noch hier und wird dann hier oben zu, andere Seite. Aber wie gesagt, hier kommen ja noch Abstellgleise hin und das werden wir dann später weiterbauen. Aber so ist erstmal der Grundaufbau also für mich eines Hauptbahnhofs, eines großen Hauptbahnhofes. Und ja, ich denke mal, Kritik gerne gesehen. Oder auch Vorschläge, wie man es besser machen kann. Also ich habe das jetzt so, zum Beispiel, wie gesagt, diese hier werden dann entfernt, beziehungsweise nicht entfernt, sondern die bleiben hier stehen, nur noch anders angeordnet, weil es ein bisschen verrutscht. Aber die haben ein komplett eigenes Netzwerk und da werden dann halt sehr viele Logistikroboter arbeiten. Ja, so, damit erstmal zum Hauptbahnhof. Wie gesagt, den bauen wir nachher weiter. Und dann geht das, wenn wir ihn in Betrieb daneben, ist schon toll anzusehen. Und ich denke mal, da werden wir als erstes gleich mal dann, gut, das lohnt sich wahrscheinlich nicht so sehr, aber wir bauen jetzt mal das Kupferfeld hier ab und bringen das dann zum Hauptbahnhof. Und wie ihr seht hier, sieht man auch schön benannt, die werden auch noch benannt. Ja, und dann geht es weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt,
Kommentare, was man besser machen kann. Ob ihr oder beziehungsweise was ihr für andere Ideen habt. Ich habe es mittlerweile festgestellt, dass es so halt für mich persönlich am besten ist. Kostet natürlich viel Energie, dann, wenn hier massenhaft an Robotern unterwegs sind. Aber okay. Ich mag es immer gern groß. Ganz, ganz groß. Gut, dann bin ich erstmal raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.